Die Unterwerfung der Affen. Es war einmal ein kleines, kleines Dorf in der Nähe des Waldes. Seine Bewohner bestellten ihre Äcker den Waldrand entlang. Mais, Melonen, Kürbisse, Gurken und Gemüse aller Art bauten sie an. Wenn sie ihre Feldarbeit getan hatten, gingen sie in den Wald, um Kräuter und Waldfrüchte zu sammeln und auf dem Markt zu verkaufen. Bambusspitzen, Lianen, Pilze und Waldgemüse brachten ihnen einen willkommenen Verdienst. Eine ganze Zeit lang lebten sie so glücklich fort. Dann kam ein Jahr und eine Herde Waldaffen fiel über die Pflanzungen her, und was sie nicht fressen konnten, das nahmen sie mit. Als die Bauern die Verwüstung sahen, wurden sie zornig, und einige von ihnen legten sich in den Hinterhalt und schossen auf die Affen, sobald sie sich zeigten. Aber sobald die Bauern nach Hause gegangen waren, kamen die Affen aus ihrem Verstecken hervor, schlichen sich auf die Felder und verwüsteten sie. Auch nachts kamen sie und immer häufiger, so dass die Bauern auch nicht das geringste mehr von ihren Pflanzungen heimbrachten. In ihrem Grimm taten sie sich zusammen und hielten Rat. Die Affen sollten so grausam bestraft werden, dass sie in Todesangst fliehen und es nimmermehr wagen würden, zurückzukehren. Lange gingen die Meinungen hin und her, und man konnte sich nicht einigen, denn was den einen gut dünkte, deuchte den anderen schlecht, und niemals waren alle für einen Vorschlag zu gewinnen. Wie sollte es ihnen da gelingen, die Affen zu unterwerfen? Schließlich brachte jemand einen Gedanken hervor, aber die Leute in der Versammlung lachten ihn laut Hals aus und sagten: Was soll so etwas Erfolg haben? Aber der Mann ließ nicht locker und verpfändete sein Wort: Wenn alle helfen und meinem Vorschlag folgen, so wird die Affenherde nicht wiederkommen und unser Felder meiden. Und dabei brauchen wir nicht einmal Schuld auf uns zu laden und die Affen umzubringen. Schließlich stimmte die Versammlung seinem Vorschlag zu. Nun packten die Bauern geschäftig alle mit an. Sie schnitten Bambusruten und steckten sie dicht nebeneinander in die Erde, so dass ein viereckiger Käfig entstand, gerade breit und lang genug. Die Zwischenräume zwischen den Gitterstäben waren so breit, dass die Affen nicht hindurchschlüpfen konnten. Oben legten die Bauern kreuzweise geflochtene Bambusruten drüber, durch starke Lianen mit dem Käfigwand verbunden. In der Mitte dieses Daches ließen sie eine Öffnung frei, gerade so groß, dass sie von einer Kokosnuss verschlossen werden konnte. Über den Käfig ließen sie einen Bambusstamm sich hinüberbeugen, an dem sie ein Seil befestigten, das durch die Öffnung im Dachgeflecht in den Käfig hinunterhing. An dieses Seil banden sie eine trockene Kokosnuss, die von der Spannung des Bambusstammes unterhalb der Öffnung diese verschließend festgehalten wurde. Als der Käfig fertig war, sammelten sie Feldfrüchte, reife und schöne, brachten sie zum Käfig und legten sie hinein. Melonen, Maiskolben, Bananen und was sonst Affen gern fressen. Außerdem bereiteten sie in einiger Entfernung vor den Gitterwänden auf dem Käfigboden wohlschmeckendes Heu aus. Schließlich banden sie noch viele Behälter mit Wasser an den Pfählen fest. Dann zogen sich die Bauern in ihre Hütten zurück und ließen den Käfig unbewacht stehen. Als die Zeit kam, in der die Affen auf die Felder ausschwärmen pflegten, um sich ihre Nahrung zu suchen, fanden sie nichts, was sie hätten essen können. Aufgeregt hin und her laufend, stießen sie auf den Käfig und erblickten den ganzen Überfluss der Speisen darin. Vor Erstaunen schrien sie laut auf, aber sie wagten doch nicht nahe heranzugehen. Da sich jedoch nichts rührte und sie lange genug von Ferne herüber gespäht hatten, krochen sie langsam näher und versuchten zwischen die Stäben hindurchzuschlagen. Aber sie konnten auch kein Helmchen erreichen.
Der Leitaffe stand auf dem Dach und wusste nicht, was er tun sollte, um seiner Herde den Reichtum zu erschließen. Da kletterte irgendein ungezogenes Affenkind auf den Bambusstamm hinauf, und unter seinem Gewicht bog er sich etwas herab. Das Seil mit der Kokosnuss erschlaffte, und nun war plötzlich die Öffnung frei. Der Leitaffe zog einen kleinen Affen am Schwanz heran und ließ ihn durch die Öffnung hinab. Das Äffchen setzte sich auf die schwebende Kokosnuss und rutschte dann in dem hinunterhängenden Seil den Käfig hinab. Als die Schnur losließ, schnellte die Kokosnuss wieder empor und verschloss die Öffnung, so dass alles war wie zuvor. Der kleine Affe aber füllte sich mit Behagen den Wanst, und die ganze Horde musste geifernd zusehen. Da ließ der Leitaffe einen anderen Affen hinabklettern, und so ging es munter fort, bis zuletzt nur noch er draußen war. Aber auch er kletterte durch die Öffnung, ließ sich an dem Seil hinab, und als er absprang, schnellte es hoch, und die Kokosnuss verschloss die Öffnung. So wurden die Affen alle im Käfig gefangen. Zunächst merkten sie nichts, sie aßen, was dort im Überfluss herumlag. Schließlich waren sie satt und dachten daran, aufzubrechen. Sie versuchten sich zwischen den Gitterlatten hindurchzuzwängen, aber es ging nicht. Ermattet ließen sie es endlich davon ab und wandten sich wieder den Fressen zu. Als die Bauern die Affenherde zusammengepfercht in ihrem Käfig hocken sahen, da erhoben sie ein großes Freudengeschrei und wollten sie alle der Reihe nach abschießen. Aber der, der auf den Gedanken gekommen war, die Affen zu fangen, ließ es nicht zu. Er sagte: »Wenn wir diese Affen hier töten, was ist damit gewonnen? Ein paar Affen weniger, aber nach dieser wird eine neue Horde kommen, und wir sind schlimmer dran als zuvor. Darum seid nicht töricht und glaubt mir.« Da gaben die Bauern sich zufrieden. Das Futter und das Wasser im Käfig gingen allmählich auf die Neige. Die Bauern saßen dabei und schauten zu, und niemand brachte Neues. Die Affen begannen zu hungern. 2 Tage schon waren vergangen, seit sie den letzten Bissen getan. Manch ein Affenkind schrie jämmerlich vor Durst. Am 3. Tag brachten die Bauern wildes Rauschwasser von weißer Farbe und süßbitterem Geschmack. Das schütteten sie in die Wasserbehälter, bis alle gefüllt waren. Die Affen sahen es, und mit vor Hunger zitternden Flanken drängten sie sich um die Behälter und tranken sich satt an dem berauschenden Nass. Kaum hatten sie ihren Durst mit der Flüssigkeit gelöscht, da begannen sie auch schon hin und her zu schwanken, und alles tobte tummelnd und torkelnd durcheinander. Nun schnitten die Bauern fingerdicke Rohrstöcke ab und warfen sie in den Käfig hinein. Die Affen in ihrer Volltrunkenheit, Tollheit ergriffen die Stöcke und schlugen und bissen um sich wie vom Wahn gepeitscht. Ein Riesentumult brach in dem Käfig aus, und mit blutigen Köpfen und verrenkten Gliedern wälzten die Affen sich schließlich in einem unten entwirrbaren Knäuel am Boden. Langsam wurde es still. Besinnungslos ineinander verstrickt lagen die Affen da. Nun kamen die Bauern, zerlegten den Käfig und trugen die Bambusstäbe davon. Als die Affen aus ihrem Rausch erwachten und sich besannen, sprangen sie auf und jagten von Todesangst getrieben in den Wald. Im Nu war der ganze Spuk verschwunden, und niemals sah man sie wieder. Kein Affe wagte sich seitdem in die Nähe eines Dorfes, und so lebten die Bauern sorglos und ungestört auf ihrer Scholle.